Leute, ich habe noch ein paar Details zur Season 17 für euch. Unter anderem ist das Thema Cross-Progression mal wieder Thema, aber nur ganz kurz und auch ganz zum Schluss. Es lässt auf jeden Fall hoffen, dass es bald soweit ist, aber nicht in Season 17. Wir fangen aber jetzt erstmal an. Es wurde bekannt, dass, also das sind Leaks, nicht offiziell bestätigt, aber die RE45 soll zurück aus dem Care Package kommen. Mich wundert tatsächlich, dass die 45 ist, weil der Bogen ist schon locker eine Season länger drin. Ich hätte tatsächlich mit dem Bogen gerechnet. Vielleicht kommen ja zwei raus, aber laut Leaks soll es wohl nur die 45 sein. Und die L-Star soll reingehen. Die Alternator und die Sentinel kommen in den Replikator. Das zum Replikator-Waffenspaß und zu den Care Package. Mensch, ich sehe, dass ich immer noch den Pfeil drinne habe aus dem letzten Video. Ja, es war Absicht. Mensch, wie blind bin ich? So, dann kommen wir. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ein Dev hat durchblicken lassen, wie lange wir schätzungsweise brauchen, um eine einzige Waffe aus diesem neuen Weapon Mastery System auf Level 100 inklusive der fünf Herausforderungen. Wie lange es dauert, bis wir das schaffen? Schätzungsweise tatsächlich, haltet euch fest, 80 bis 120 Stunden. Also mal ganz ehrlich, ich grinde nicht explizit auf das Mastery System, weil im Endeffekt ein Herr, wenn du nicht gerade Lower spielst und aus dem Shop dir deine Lieblingswaffen rausziehst, mit denen du spielst, weißt du ja schon mal eine Menge Waffen aus. Wenn du aber standardmäßig droppst, nimmst du natürlich erstmal die ersten, erstbesten Waffen, die du findest. Dadurch levelst du jede einzelne Waffe über kurz oder lang mal mehr und mal weniger. Das heißt, das ist ein eigentlich automatisierter Prozess, der irgendwo sowieso passiert. Und gerade meine Hauptwaffen, die ich sowieso auf Level 100 will, die schaffe ich auch auf Level 100. Da muss ich, glaube ich, nicht krampfhaft drauf grinden. Natürlich, wenn du alles schaffen willst, wird es ein hartes Stück Arbeit. Wenn du zum Beispiel mit einer ungeliebten Waffe, wie zum Beispiel für mich die KSMG, das wird für mich der Krampf des Jahrtausends, oder die Sentinel zum Beispiel, die auf Level 100 zu bekommen. Ich glaube, da kriege ich eine Macke. Also bewusst drauf grinden, erst sehr, sehr spät. Und 80 bis 120 Stunden ist echt eine Hausnummer. Wie gesagt, kein Problem für die Stammwaffen, die wir gerne spielen. Da passiert das, wie gesagt, völlig von allein. Einzig die Trials, die wird man wahrscheinlich so ein bisschen grinden. Aber alle anderen Waffen, die man nicht gerne spielt, sind 80 bis 120 Stunden die Hölle. Krasse Nummer. Übrigens ein weiteres Gerücht, was ich nirgendwo bestätigt gesehen habe, aber es ist ein Gerücht, was mir nicht gefällt rund um das Weapon Mastery System. Wir wissen ja nun, wenn wir Level 100 erreichen pro Waffe oder für eine jeweilige Waffe, für welche ist ja völlig Hupe, und dann die fünf Trials geschafft haben, bekommen wir einen legendären Skin. Und jetzt habe ich tatsächlich gehört, laut Gerüchten, dass das kein völlig neuer legendärer Skin ist, der eigens für das Weapon Mastery System kreiert wurde, sondern es ist irgendein goldener Skin aus der ganz normalen, ich sag mal, die 301 hat diese legendären Skins, die herkömmlichen, nicht irgendwelche exklusiven aus Events, sondern die, die du aus Packs ziehen kannst oder eben dir aussuchen kannst mit Crafting-Metallen. Irgendeiner dieser Skins wird's. Und wenn du von einer Waffe schon alle Skins hast, alle legendären Skins, dann sollst du wohl Crafting-Metalle bekommen. Das finde ich, und da bin ich ganz ehrlich, für 80 bis 120 Stunden Grind eine absolute Sauerei. Mal Real Talk. Das, wenn das stimmt, ist das echt mega, mega schwach. Meine Meinung. Schreibt eure in die Kommentare, wenn das stimmt. So, dann gibt es ein Gerücht. Das habe ich von einem anderen größeren YouTuber rausgehört und es macht vielleicht sogar Sinn, dass Respawn eine versteckte Botschaft in Richtung Loba-Buff gebracht hat. Es gibt nämlich, Moment, ich Trottel, habe das Bild noch nicht verkleinert. Es gibt ja schon gewisse Patch Notes, das ist noch nicht aus den 100% Patch Notes. Wir wissen ja, dass der Himmelshaken oder Skyhook auf World's Edge einen neuen Tresor bekommt und in dem Text wird auch geschrieben, dass es mehr Tresorschlüssel gibt, die gedroppt werden. Und als letzter Satz wird von einem größeren YouTuber rein interpretiert: Freut euch, Loba Mains.
Ich würde jetzt ganz normal, wenn ich das lese, rausinterpretieren, okay, ich stelle meinen Shop, ich ziehe mal wieder aus irgendeinem Tresor, der in der Nähe ist, mir was raus, mein Shop geht kaputt, ich bin glücklich, scheiß drauf, ich brauche keinen Schlüssel. Er interpretiert rein, es könnte eine versteckte Botschaft für einen Buff sein, dass wir vielleicht mit unserem Shop unendlich viel, also zwei Sachen in dem Sinne, aus dem Tresor ziehen können, ohne dass unser Shop kaputt geht. Zumindest für die Loba-Leute, nicht für die Teammates, logischerweise. Was denkt ihr, könnte das tatsächlich ein versteckter Hinweis sein, dass das ein kleiner Buff oder eigentlich ein starker Buff, der natürlich nur auf World's Edge wirksam wird sein oder nicht? Ich bin gespannt. Last but not least, Cross-Progression, das leidige Thema. Ich kann es langsam echt nicht mehr hören. Tatsächlich wahrscheinlich die meisten von euch auch nicht mehr. In Season 17 schon bestätigt soll es nicht kommen, auch wenn es für Season 17 fast angedacht war. Denn in den Gamefiles wurde vor einigen Monaten etwas gefunden, was darauf hindeutet, dass es für Cross-Progression ist. In den Gamefiles irgendwelche Quellcodes. Da hat man ein bisschen was reininterpretieren können. Okay, in Season 17 ist es endlich soweit. Ein Dev hat aber gesagt, in Season 17 wird es noch nicht. Er wird auch auf kein Datum sich festlegen. Was ein Slack Thread ist, kann ich euch nicht erklären. Aber es ist noch nicht fertig. Klingt aber nicht mehr in weiter Ferne. So lese ich zumindest diesen ganzen Spaß raus. Und er stimmt auch nochmal im letzten Satz irgendwo zu. Ja, ich stimme den Spielern zu. Es ist mega, mega frustrierend. Also, vielleicht in Season 18, müssen wir mal abwarten. Aber ich bin ganz ehrlich, natürlich, ihr könnt es alle nicht mehr hören. Ich kann es auch mittlerweile unter keinem meiner Videos mehr lesen, wie oft gefragt wird, was ist mit 120 FPS, was ist mit Cross-Progression. Ihr könnt euch sicher sein, wenn ich was weiß, erfahrt ihr es auf jeden Fall. Das war jetzt kein Genervtsein, also falls ihr das jetzt so versteht, das meine ich natürlich so nicht. Aber die allgemeine Genervtheit der Community und auch der Devs, dass sie es irgendwie nicht geschissen bekommen, das ist natürlich eine traurige Nummer. Ich erfahre das unter meinen Videos halt regelmäßig. Aber ihr könnt euch sicher sein, sobald es was Neues gibt oder es final endlich fertig ist, die Info bekommt ihr definitiv bei mir. Aber hier plädiere ich auch nochmal an die Vernunft irgendwo. Wartet es einfach ab. Natürlich dauert es lange, natürlich ist es kacke. Aber wichtig, lieber, dass es lange dauert und 100% funktioniert, als dass es vor 2-3 Seasons schon gedroppt hätten. Pupp, alles ist weg. Ihr verschmelzt 2 Accounts, alles tot, alles futsch. Wäre es das Gejammer dann wert gewesen? Oh, bringt es endlich raus. Ich kann nicht ohne. Ich denke nicht. Also Leute, habt einfach die Geduld. Dieses fucking System, es wird kommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt zu lange drauf gewartet. Ich brauche es nicht mehr. Ich will gar nicht mehr. Ich will auf meiner PlayStation bleiben. Ich scheiße auf dieses System. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich wette, es wird verbuggt sein. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.